Heiligabend sind sie bei dir und ich habe sie über die Feiertage. Und auch noch bis zum Silvesterabend. Und den 1. Januar verbringen sie hier. Dann geht's nochmal weiter. Na gut, dann fahren wir jetzt los. Eins noch, nur für den Fall, also rein hypothetisch. Eli, du solltest schon seit 10 Minuten Weihnachtsbäume verkaufen. Mom, das mache ich freiwillig. Das ist aber kein Grund, zu spät zu kommen. Jesse, beeil dich. Zum Aufladen der übrig gebliebenen Weihnachtsbäume brauchen wir noch mehr Freiwillige, Dad. Hey, Dad. Ja, na klar, dabei helfe ich euch. Danke. Ich finde den zweiten Stiefel nicht. Na, das ist doch mal was ganz Neues, oder? Aschenputtel ließ sich nicht davon aufhalten. Also, angenommen, dieser Plan ändert sich noch. Weshalb denn? Ja, warum eigentlich? Dad, wir sind es aber so gewöhnt. Natürlich, ich frag ja nur. Ich meine, nur falls sich irgendwas ändert. Moment mal, was soll sich denn ändern? Gar nichts. Und warum bist du denn so... Hast du vor zu verreisen? Okay, wir verschwinden. Bis gleich. Ich gehe nach oben. Genau. Ich auch. Stiefel, wo bist du? Ich frag ja nur, ob wir dieses Jahr vielleicht etwas flexibler sein können. Du würdest also gerne mit Lilly verreisen. Tu oder lass, was du willst. Nur hör auf, ständig drum rumzureden. Triff lieber endlich eine Entscheidung. Er war in der Wäschetonne. Mom, auch Freiwillige müssen pünktlich sein. Ich wusste gar nicht, dass wir heute schon Geschenke austauschen. Auf mein Geschenk warte ich gern noch 4 Tage. Pack's einfach aus. Hickory Lake Lodge? Ist zum romantischsten Ferienort im mittleren Westen gewählt worden. Wow. 2 Tage, 2 Nächte. Wir müssen uns nur überlegen, wann. Schon bald wäre schön. Ich glaube, dass wir uns das verdient haben. Ja, das glaube ich auch, nur ich... Jake könnte doch die Mädchen 2 Tage länger bei sich haben, oder nicht? Wahrscheinlich, er hat nur gerade großen Stress wegen des Restaurants und deshalb wenig Zeit. Vielleicht würden wir ihm ja gerade deshalb damit eine Freude machen. Aber das verstehe ich nicht so ganz. Seine Töchter fehlen ihm doch sicher. Und so müsste er sich Zeit für sie nehmen. Weißt du, das klingt... Wie? Das klingt ganz schön selbstgefällig, finde ich. Du glaubst, ich wäre selbstgefällig? Ja, du hast recht. Nein, da ist schon was dran. Nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Mir liegt eben nur sehr viel daran, mit dir dahin zu fahren. Ich glaube, wir brauchen das. Ich kann mir schon richtig vorstellen, wie du einen dieser hübschen Ski-Overalls trägst. Oh, ich erinnere mich an Zeiten, da sollte ich für dich am besten gar nichts tragen. Hör zu, ich... Ach, das klingt sicher lächerlich. Nein, bitte, sag's mir. Ich gehe jetzt ganz schnell nach Hause. Denn ich muss noch... Oh, sowas Dummes. Kein Problem, ich wisch das nachher weg. Ob du es glaubst oder nicht, ich fange heute mit meinem Lebkuchenhaus an. Bestimmt klingt das wie ein Vorwand, aber... Ganz und gar nicht, das hört sich sogar äußerst drängend an. Ich will dich nicht bedrängen, aber ich hätte es sehr gerne bis morgen gewusst. Ja, was denn? Naja, ob ich das Zimmer anzahlen soll. Oder sollen wir es verschieben? Nicht bedrängen. Was? Ich dachte nur gerade, dass wir hier heute zum ersten Mal überhaupt nicht zusammen im Bett waren. Oder nicht? Sonst waren wir doch immer... Ja, da hast du ganz bestimmt recht. Aber ich finde das in Ordnung, denn wir müssen ja nicht jedes Mal, wenn wir zusammen hier sind, unbedingt Sex haben. Als wäre es eine Pflicht für uns. Naja, ich habe das auch nie als Pflicht gesehen. Es sollte ja auch niemals eine Pflicht sein. Es tut mir leid, entschuldige. Aber wenn ich jetzt nicht mit dem Haus anfange, dann... Das ist doch okay. Ich... Hier, den solltest du eigentlich mitnehmen. Ach so, ich hab noch einen. Ja. Entschuldige. Gut, ich werde das mit dem Urlaub so schnell wie möglich mit Jake besprechen. Viel Glück. Mit diesem Lebkuchenhaus. Ach so, ja, danke. Wiedersehen. Na gut, und was mache ich jetzt, nachdem er mir sowas Tolles geschenkt hat? Ich würde für ihn auch gern was Tolles haben. Dann suche ihm irgendwas Ausgefallenes. Vielleicht gibt's schon computergesteuerte Golfschläger, die immer von selbst treffen. Aber Rick spielt gar nicht Golf, er spielt nur Rugby. Was mag das sein? Eine Art Football für Angeber? Was sagst du? Ach, nichts. Bitte sehr. Die Verpackung ist aber eigenartig. Oh. Beim nächsten Mal verpacken Sie. Sehr gerne.
Oh, sieht er nicht traumhaft aus? Lilly? Hey, was soll das? Vielleicht schenkst du deinem Rick am besten ein Gefühl, denn er hat ja nur eins. Und ich dachte, du hilfst mir. Das war nur ein Scherz. Komm schon. Er ist ein verklemmter Architekt, doch es gibt sicher noch viel Schlimmeres. Und damit du eine Sorge los bist, ich erwarte in diesem Jahr gar kein Geschenk. Wirklich? Mhm. Danke. Dann wirst du mir aber auch nichts schenken. Das hat er wohl mehr für sich als für dich ausgesucht. Oh Gott. Was ist los? Was ist passiert? Gott, Julie. Was hast du getan? Ich habe mit Jake geschlafen. Oh. Judy, er war in dieser Nacht auf einmal vollkommen aufrichtig zu mir. Er hat sogar seine Fehler eingestanden. Er hat mich in dieser Nacht gebraucht. Er hat geheult und okay, er... Okay, alles klar. Hast du das etwa Rick erzählt? Nein. Selbstverständlich nicht. Das darfst du auch nicht. Das darfst du auf gar keinen Fall. Ja, das ist mir klar. Lilly? Ja, das weiß ich. Und wehe, du sagst mir jetzt, dass du und Jake, dass ihr euch... Nein, darum geht's gar nicht. Es ist vorbei. Wenn das so ist, musst du es ihm sagen. Ich denke, ich darf es ihm nicht sagen. Nein, nicht Rick. Jake. Oh Gott. Du musst Jake sagen, dass es vorbei ist. Lilly, hier geht es um Jake. Der denkt bestimmt, er hat dich mit der Nummer zurückerobert. Du musst mit ihm richtig Schluss machen. Das habe ich schon irgendwie. Irgendwie? Das wird nicht reichen. Er ist ein Mann. Mal ihm am besten ein Diagramm mit kleinen Strichmännchen. Ach, Judy. So einfach ist das nicht. Er hatte den Mädchen schon ohne mein Wissen einen Traumurlaub im Winterwunderland versprochen, den ich nicht zulassen kann. Und wenn ich jetzt mit Jake spreche, findet für sie nicht mal mehr Weihnachten statt. Also muss ich jetzt erstmal die Zähne zusammenbeißen und nach Weihnachten kann ich dann endlich diesem Wahnsinn endgültig ein Ende setzen. Und du bist dir sicher, Rick ahnt nichts davon? Ja. Nein, er hat keine Ahnung. Gut. Und frohe Weihnachten, das wünsche ich Ihnen auch. Der hier könnte mir gefallen. Können Sie mir sagen, wie viel der hier vorne kostet? Der würde sehr schön ins Wohnzimmer passen. Der hier ist doch viel schöner. Na, dann eben nicht. Der sieht nicht schlecht aus. Aber er ist zu klein. Nein, ist er nicht. Verpacken Sie mir wenigstens die Douglas-Hanne hier. Daddy, warum hast du aus dem Prospekt den Papierflieger gemacht? Einfach nur so. Also, Dad, Dad, machst du denn wirklich Skiurlaub mit dieser Mom? Ich hoffe es. Ach ja, ich habe sie übrigens heute gesehen. Sie hat einen Weihnachtsbaum geholt. Ach ja? Mit uns würdest du nie in so ein Spitzenhotel fahren. Da würde ich auch gern hin. Ja, und ich auch. Was? Vor ein paar Wochen habt ihr doch noch gesagt, ihr wollt die Feiertage hier bei euren Freunden verbringen. Da hatten wir aber noch keine Ahnung, dass du auf einmal so einen tollen Urlaub planst. Und zwar ohne uns. Ja, ich finde es ungerecht, dass du nur mit ihr dahin fahren willst. Hört mal, womöglich fahre ich nicht mal mit ihr dorthin. Okay, ich erkundige mich, wie teuer das für uns drei wäre. Und Klasse, du bist der Größte. Danke, das ist lieb von dir. Aber jetzt fahre ich ohne euch. Okay. Und Lilly war heute also bei dir? Nicht direkt. Nathan hat sie beraten und sich beschwert, dass ihr Mann ihm kein Trinkgeld gegeben hat. Sie war mit Jake dort? Mit wem? Ach so, ja, der war auch da. Sie waren zu viert. Und das bedeutet dichte Bewölkung und unfreundliches, nasskaltes Wetter.